Advent mal anders. Ganz herzlich willkommen zum täglichen vorweihnachtlichen Impuls aus dem Kirchenkreis Hattingen-Witten. Heute sind wir in Wengern. Pfarrer Michael Waschow erzählt uns etwas über seine Eindrücke beim Stöbern in einer Buchhandlung. Als ich im Oktober durch eine Buchhandlung schlenderte, da sah ich den Tisch mit den Geschenken für Weihnachten. Deko-Elemente, wohlgeschmückte Schreibutensilien und natürlich Bücher. Sie handelten von Elfen und Feen, vom Winter und Familienanekdoten. Da lag Besinnliches und Heiteres, Kinderbücher neben Ratgeberliteratur. Aber eins fehlte mir: eine Weihnachtsgeschichte. Mit Maria und Josef, mit Hirten, den Engeln und vor allem dem Jesuskind. In einer anderen Buchhandlung, da war es genauso. Natürlich verbinde ich mit Weihnachten auch Familie, die Sehnsucht nach Frieden und Schnee und Geschenke. Aber alles wäre nicht mehr als ein schönes Fest inmitten von Ferien, wenn nicht der Grund für die Freude zum Tragen käme. Gott macht sich auf den Weg zu uns. Bereitet dem Herrn den Weg. So verkündet es der Prophet Jesaja hoffnungsvoll seinem verzagten Volk vor langer Zeit. Und uns ist es eine Erinnerung geworden, dass Weihnachten etwas Großes passiert. Dieses Große, das sich da anbahnt, das geht beinahe unter in dem vorweihnachtlichen Trubel. So wie auf dem Weihnachtstisch der Buchhandlung. Dabei ist die Botschaft, die Jesaja verkündet, eine Botschaft des Trostes für alle. Für die Lauten und die Leisen. Für die Macherinnen und die Hörenden, für die Menschen, die sich verloren fühlen, für die, die einsam und für die, die müde sind. Für alle gilt: bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das Kommen Gottes verheißt eine neue Zeitrechnung, in der Gott uns nahe kommt. Ich vertraue mich ihm an, mit allem, was mich in diesem Jahr erfreut oder müde gemacht hat. Ich fühle mich gestärkt durch seine Begleitung. Leider passiert das nicht durch ein großes Wunder. Aber wie hält Gott dann Einzug in dieser Adventszeit im Jahr 2020? Wie bereite ich ihm den Weg? So wie Gott damals ganz klein als Kind auf die Welt kam, handelt er heute oft durch menschliche Begegnungen. In leisen Tönen, im Zuhören oder in der Begegnung. Was daraus entsteht, kann jedoch Kreise ziehen und gewaltig in mir oder für andere wirken. Wenn ich Gottes Kraft den Weg bereite, dann achte ich auf die leisen Töne. Ich lasse mich nicht blenden von den aufleuchtenden Blinkreklamen, von den aufploppenden Push-Nachrichten auf dem Handy. Am heutigen dritten Advent halte ich inne und singe mir selber zu: mach hoch die Tür, die Tor mach weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Schauen Sie doch einmal in Ihrer Buchhandlung, ob Sie die Weihnachtsgeschichte auf dem Präsentierteller entdecken. Und wenn nicht, dann legen Sie sie einfach dazu. Oft steht sie nämlich noch an anderer Stelle des Ladens, im Regal, und muss nur hervorgeholt werden. Bleiben Sie behütet. Musik.